Zum ersten Mal fand heuer am Hauptplatz in Göttlersbrunn der Carnuntiner Trüffelmarkt statt. Frische weiße und schwarze Trüffeln aus Istrien wurden angeboten, entweder zum Mitnehmen oder als kleine Trüffelgerichte zum Verkosten vor Ort, wie beispielsweise Trüffelpasta und Trüffelpolenta. Dazu gab es natürlich herrlichen Göttlersbrunner Wein. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, den Trüffelmarkt zu machen? Das war eine Idee vom Herrn Jungwirth und mir. Wir bereisen seit 4 Jahren Istrien und waren auf der Spur der Trüffel. Und so ist es entstanden, dass wir die Trüffel geholt haben und die Produkte, die Sie auch in den Ständen finden können. Es gibt ein bisschen was Feines zum Essen. Sie probieren gerade die Trüffelkost. Wie hat es Ihnen geschmeckt? Mir hat das sehr gut geschmeckt. Meine Mahlzeit, also was mir am besten geschmeckt hat, sind die Nudeln. Trüffel hervorragend. Sehr gut. Wir sind extra aus Klosterneuburg angereist, weil wir es gelesen haben. Fantastisch, ich bin ein Trüffelschwein, ich rieche den Trüffel schon kilometerweit. Das gibt ja da einen, ne? Ja, jede Menge. Und wer findet sie? Das habe ich nicht gefragt. Aber das ist das große Geheimnis. Kundigen, aber das sagt keiner, das ist klar. Aber normal findet man da in einer Hütte, da wird er verkauft. Was sagen Sie zu der Idee? Sehr gut, es ist wunderbar eigentlich. Also ausgezeichnetes Event. Schmeckt auch gut. Wie man sieht, es kommt an. Das heißt, es gibt eine Fortsetzung. Nächstes Wochenende eine Fortsetzung, 15, 16. und sicher auch nächstes Jahr wieder.